vergangen, ja? Gerade jetzt. Das war die Zeit, als mein Vater jung war. Hier, das ist sie. Hier war eins, also 1905. Vater mochte die aus dem Osten nicht, aber wir in der jüdischen Jugendbewegung, ja, kennen Sie das ehemalige jüdische Gemeindehaus in der früheren Feldstraße, da beim Einstein? Ja, da sieht man doch gar nichts mehr. Ja, aber doch in den Akten sieht man es, ja. Aber tausende Juden machten sich auf die Reise, um dem Elend und den Pogromen zu entkommen. Man lese einmal nach, ja, hier, wie sie Grenzsperren überwinden und auch illegal umgehen mussten. Ja, sehr, sehr, sehr viele russische Jugendakten. Die Polizei hat ja damals alles genau überwacht. Viele sind in das Gemeindehaus gegangen, weil sie Hilfe brauchen. Ja, das ist traditionell so. Gemeindefremde werden bis zur Weiterreise unterstützt. Ja, das gehört zur Religion. Ja, eine gut organisierte Community. Ja, ich bin, als ich auf der Flucht war, auch im Gemeindehaus in Marseille zum Beispiel gegangen. Ja. Ich war aber zu spät. Es war Schabbat und war schon geschlossen. Ich habe furchtbaren Hunger und bin da rumgelaufen und habe versucht, etwas zu essen gekriegt und geschlafen. Habe ich dann aber in der Parkbahn. Ja, aber die Menschen waren doch damals in den Auswandererhallen auf der Veddel untergebracht. Aber längst nicht alle. Längst nicht alle. So geordnet ist das nicht, wenn man fliegt. Das hier geht ja gar nicht. Ja? Also hier, zum Beispiel, könnt ihr nachlesen, ja, hier in der Dokumentation, Polizeikommissar Kliszewski, ja, der hatte sein Büro in den Auswandererhallen, aber er schleicht sich auf ins Gemeindehaus ein und sucht überall nach Illegalen. Auch hier, ja, hat er seinen Bericht geschrieben und vorgeschlagen, dass man da doch häufiger mal hingehen sollte, um die Illegalen zu fangen. Ja? Da war aber sein Vorgesetzter auch schon vorher drauf gekommen. Soweit ich weiß, durfte man doch gar nicht aus den Auswandererhallen raus. Ja, ja, das war schlimm. Das war schlimm. Viele haben es versucht. Es wollten doch gar nicht alle nach Amerika. Viele wollten einfach hier bleiben und die Arbeit hier in der Stadt suchen. Ja, die haben dann rebelliert. Ja, einer zum Beispiel konnte Englisch, hat gesagt, dass sie alle freie Männer sind und dass sie verlangen, zur Stadt rausgehen zu dürfen. Galt natürlich gleich für die Polizei dann als revolutionär, weil er ja aus Russland kam. Ja, da hat die Polizei gedacht, Russland revolutionär, ist ja klar. Und hier, Moishe Isakovic hat angeblich bei der Essensausgabe gedrängelt und sich dann der Polizei widersetzt. Mit sowas würde wegen der revolutionären Gesinnung der russischen Juden schon von vornherein gerechnet. So steht es im Bericht. Arme Flüchtlinge waren schon immer unerwünschte Fremde. Aber das waren doch Auswanderer damals. Die wollten nach Amerika, das war was anderes. So, sehen Sie mal den Zeitungsartikel an. Ja, hier, können Sie drin blättern, können Sie alles lesen. Die über 75 russisch-jüdischen Waisen, Kinder, die nach Hamburg gekommen sind. Ja, alles Pogromwaisen, traumatisiert, Horrorberichte. Horrorberichte. Soll ich vorlesen? Ich lese vor. Eines Tages drangen russische Soldaten in die Wohnung des jüdischen Schullehrers ein. Nein. Der Strom der Ostjuden auf der Flucht riss ja nie ab. Ich erzähle Ihnen etwas anderes, was ganz anderes. Wir in der jüdischen Jugendbewegung, wir waren stolz auf die ostjüdischen Kameraden unter uns. Manche Familien sind ja hier geblieben, die waren so jüdisch von Haus aus. Ja? Sie wollen vielleicht mehr vom Heine-Denkmal hören. Ja. Ja, also das Heine-Denkmal. Das Heine-Denkmal am Bahnhof, ständig besudelt mit Farbe und Teer, das hat die Öffentlichkeit einfach so hingenommen. Ja, da hat keiner was gesagt. Ja? Und wir in der jüdischen Jugendbewegung, wir verstanden, verehrten und liebten natürlich den Juden Harry Heine. Der Kampf um die Heine-Denkmäler war Teil unseres Widerstandes. Wir haben davor Wache gestanden. Sie wollen wahrscheinlich weitergehen, oder? Ja. Ja, gut. Ja, danke, Freunde. Wir gehen tatsächlich auch weiter. Wir sollen keinen großen Radau machen im Boot. Aber wenn Sie bei diesem gelungenen Beispiel von Unterstützung von Flüchtlingen vielleicht ganz leise anstimmen. Say it out. Say it here. Refugees are welcome here. Say it out. Say it here. Refugees are